So, und damit auch herzlich willkommen hier zu Run Saber, gerade eben schon ganz kurz gesehen im Titel. Ich bin heute nicht alleine, ich habe eine Begleitung dabei. Hallo. Was heißt, ich habe eine Begleitung, wir haben heute eine Begleitung dabei. Nee, das klingt auch scheiße. Ja, wir spielen auf jeden Fall heute Run Saber für die Super Nintendo. Genau. Oder das Super Nintendo? Die Super Nintendo. Die Super Nintendo, okay, ist eine Frau. Und ja, wer genau, das sind einfach, Matizzle ist hier am Start, Matizzle Games. Jo. Und unbedingt. Nubu. Ja, die zwei Ausländer hier voll im Programm. Was ist das wie ein Holy Shit? Das ist, ich weiß nicht, so Terminator für Arme. Auf jeden Fall, worum es in Run Saber geht, keine Ahnung, irgendwie Weltzerstörung, Professor, Wissenschaft. Wie immer. Man weiß es nicht. Ist 1993 erschienen für die Super Nintendo vom Atlus Publisher und ist ein Side-Scrolling-Game, so wie Power Rangers circa. Nee, das Intro wollen wir nicht nochmal sehen. What the fuck, warum startet der nicht direkt im Game? Was ist mit ihm? So, zwei Player. Warte bitte. Mal, ich guck mal, was kann man in Optionen einstellen? Players? Drei? Hä? Ich glaube, das sind die Leben. Ach so. Ja, mach mal volle Anzahl, so. Fünf. Okay. Level normal, können wir lassen. Okay, ja, passt alles soweit. Passt eigentlich alles. So, zwei Spieler, ne? So, ja. Willst du sein, die Keule oder der Typ? Ach, ich bin die Perle. Die Keule oder der Typ? Ich bin die Perle. Perle, okay, dann bin ich der, Bruce Lee für Arme da. Ich bin die Chica. Ja. Wir sind jetzt in der Thai-Base, Alter, in Thailand. Das Spiel ist recht kurz, muss man dazu sagen, aber dennoch, denke ich mal, werden wir unseren Spaß haben. So. Okay, ich glaube, wir kriegen. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung ein bisschen so mich. Uah. Habe ich jetzt schon Leben verloren, Alter? Ne, wir haben Energie doch, ne? Oben. Nee, jetzt Energie, die. Warte, ich nehme den, du nimmst den nächsten. Das war so ein kleines Power-Up, muss man dazu sagen. Was können wir? Wir können springen, wir können normal schlagen, wir können sliden. Und wir können so geile Bruce Lee-Kicks machen. Und wir können noch eine Special-Attacke, die wir jetzt aber nicht machen werden, weil das ist Verschwendung. Die brauchen wir noch. Oh, fuck. Ich vereise die Gegner, ich bin eine Ice-Lady. Eine Ice-Lady? Du bist Shiva von Dingens hier, Final Fantasy. Kennst du die noch? Ja. Oh, Ninja Gaiden-Style jetzt hier wieder. Ach, das muss immer. Wow, okay. Okay, wir waren jetzt ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ja, ich mag das ja. Ich bin so der Sprinter. Weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so einer, wo mich irgendwie umguckt oder so. Ja, dann. Weil, ich meine Super Nintendo, du kannst wirklich eh keine Achievements finden. Mega oder so. Man. Doch. In Mega Man schon, da gibt es ja diese Container. Bei X war das zumindest. Ja. Ups. Da kommen wir nicht weiter. Oben ist aber noch was. Achso, ja, da war ja. Genau, so ein Power-Up-Ding. Sehr schön, danke, dass du. Was? Wegen dir bin ich gestorben, weil ich auf dich gewartet habe. Jetzt ehrlich? Ja. Ich habe das Ding gar nicht gesehen. Okay, hast du einen Timer gestartet? Ja, der läuft. Gut, weil ich kann ja. Mir ist es egal, wie lange wir offen sind, das ist ja alles. Ey, ich brauch den doch, oder nicht? Ja, ich habe auch meinen verloren. Achso. Kannst den nächsten haben. Wow! Da oben war. Ey! Komm! Komm! Komm runter! Nein! Da war auch so. Wie bin ich denn nochmal hochgesprungen? Wie hab ich das denn geschafft? Hab ich Leben verloren? Nee, hast du nicht. Jetzt aber. Hier gibt's, glaube ich. Doch, jetzt hab ich Leben verloren, weil ich voll. Jetzt, ja. So, wir dürfen nicht ganz failen. Boah, holy shit, sind wir schlecht. Warum hängst auch du Sacklatte da die ganze Zeit und wartest? Ja, weil ich dachte, wir kommen nochmal. Warte. Kann man rennen? Nochmal nach oben. Da ist so ein Ding, nimm das mal. Okay, jetzt ist nicht mehr da. Ah, okay. Scheiße, da war so ein Medikit und ich dachte, du könntest das gebrauchen. Okay. Schon der erste Zwischengegner. Wie nennen wir ihn? Agalabum? Wir nennen den Hoden. Weil er aussieht wie ein Hoden. Okay. Ich hab mich jetzt gefreut auf Agalabum, aber. Yeah. Das ist Agalabum. Das war Agalabum. Okay, das ist zum Beispiel eine Special-Attacke von der Keule. Batz, okay, so. Gut. Ich glaube, es geht hier weiter. Gleich kommen oben drei. Doch nicht. Na doch, siehst du? Ah, ich kenne das Spiel ganz bisschen, weil das habe ich zu meiner Kindheit. Oh mein Gott, ich nu. Uah. Endless Shit hier. Oh, wo? Ja, das brauchst du. Obwohl, nee. Du hättest gebraucht, ja. Ey, was ist da oben? Was ist hier oben? Ich will ein Leben. Oh, ja, ich will auch mal ein Leben. Da oben müssen wir noch hin, ja. Meine Perle hat gar keine Augen, fällt mir gerade so auf. Die hat einfach nur Verband um die Augen. Guck mal, die ist. Weißt du, woran mich das erinnert? An Metal Gear Solid 1 für die PS1. Ja, Snake hat auch keine Augen. Keine
Er hat einfach nur ein Stirnband und gut ist. Oh yeah, was kommt jetzt? Ist das der erste Endboss? Nee, das ist wieder so ein Zwischenboss. Ja, hier gibt's mehr Zwischenbosse als alles andere. Ich merke schon, tolles Game. Oh! Oh, toll! Ich hab das bewusst nicht genommen. Oh, toll! Nein! Ey, so schlecht. Oh, sind wir am Failen, Alter! Boah! Boah, richtig bad, ey. Und? Moment. Gehen wir auf den Boden? Nee, warte. Hier kommt das erst jetzt. Hä? Hä, doch nicht. Ich dachte, die tun mit ihren Säbeln wieder schwingen, so wie letztes Mal. Ja, in stimmt. Der Testaufnahme, weißt du noch? Ja. Ach so, scheiße, hoch. Ich dachte hier schon alles. Jetzt kommt das Stilistische, was es gibt. Wer kennt das nicht? Aus Filmen wie... Weiß ich nicht. Guck dir mal den Sprung an. Ich wäre so froh, wenn du wirklich nehmen, wenn ich so lange hier bleibst. Ja! Vor allem, das Flugzeug fliegt nach oben und wir landen einfach auf... Wo? Oh. Es ist ja so realistisch. Ich fühle mich glatt wie MacGyver. Man kann auch nicht runterfallen, oder? Nee. Das ist einfach nur dieser Scheck-Effekt. Ja, man hat damals schon den Spielern versucht, irgendwie Angst einzujagen. Was nicht klappt, wie man sieht. So, jetzt müsste er irgendwo hier erscheinen. Nein, ich glaube hier. Ah, okay. Ich hab das Game schon noch mal durchgespielt, ich weiß das. Oh, es geht in your face! Okay. Also vergeudest aber ganz schön deine Power-Ups. Wenn ich sterbe, habe ich da eh wieder zwei. Mein Freund. Siehst du? Ah, okay. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Pups-Energie, deswegen... Super. Hättest du es nicht früher machen können? Als ich noch gelebt habe? Achso, du bist down. Mein, mach was! Hab ich doch. Oh! Ah! Was war das? Voll die Mikro-Übersteuerung jetzt gerade bei mir. Holy shit. Wir springen einfach vom fliegenden Flugzeug runter. Und überleben! Okay. Niemals, ich mein, niemals die Schwerter kreuzen, ganz wichtig. Nein, auf Star Wars. Luke, guck hier, Stage 1 und jetzt Stage 2. Also, das Spiel geht wirklich fix. Pong City. Wie lange haben wir denn schon aufgenommen? Das sind gleich mal 8 Minuten. Achso, dann können wir das vielleicht sogar noch durchspielen in einem Part. Natürlich nicht. Ich glaube, wir werden irgendwo failen. Ich glaube, irgendwo werden wir richtig verkacken und dann. Durchspielen gar nicht. Hier musst du gleich aufpassen, weil die Stage ist ein bisschen nachher ein wenig listig und hinterhältig, aber. Weil die Viecher mal rauskommen, oder? Nee. Später mit dem Klettern und so, aber da werde ich dich auf jeden Fall rechtzeitig noch warnen. Also du bleib eher hinten, weil du hast nur noch eins. So, hier müssen wir runter. Du hast nur noch einen Health Point, also ja, bleib mal weiter hinten. Medikit oder so. Oh Gott, was? Hier musst du aufpassen. Oh Gott, wer ist er denn? Oh Gott, warte mal. Komm, das soll ich noch nicht. Also. Und jetzt spring runter. Sehr schön. Und jetzt geradeaus durch. Nein! Es war mir so klar. Epic Fail. Es war mir... Das sind Gegner. Das sieht man noch nicht, dass das Gegner sind zum Teufel. Hier nach unten müssen wir. Ja, ich kann nicht hier... Boah. Oder warte, vielleicht was ist rechts? Ja, nix. Vielleicht ist da irgendwas? Gar nichts. Diese Hude, die macht immer das, was sie nicht machen soll. Oh, jetzt hab ich geflucht. Hier müssen wir gleich sliden. Hier musst du aufpassen. Oh. Hör halt nicht... Was war das denn? Du darfst nicht zu weit sliden. Das ist ein Ding, ein Instant Kill, Alter. Oh. Oh. Ey. Boah, was ein Fail, Alter. Zwischenboss, musst du aufpassen. Also man sieht, Tizzle ist mehr so, wenn er failt, dann bin ich noch die letzte Rettung. So, nimm das jetzt. Aber vor allen Dingen, ich hab doch, oh, in dieser Testaufnahme oder Testspiele waren wir echt gut, ey. Und jetzt, wo die scheiß Dinge wieder läuft, dann muss ich wieder failen, ey, wie ohne Ende. Ein typischer Vorführeffekt, guck mal, da ist ihm da hinten. Jetzt bin ich mal dran. Jo. Meine Superattacke. Und ich denke mal, mit einem Schlag müsste er schon. Ne, auch nicht. So, down. Da geht er down, da geht er down. Aha, ich hab da eins. Hä? Ja, ich denke mal, das spielt eh keine Rolle. Ich glaube auch nicht. Ne, ich hab kein Leben dazu bekommen, du Penner. Oh. Okay. Oh, spielt doch eine Rolle. Mein Gott, ist das ein tolles Spiel. Ach, guck mal. Ey, das ist so gemein. Ich springe einfach durch die Gegend. Nein, nein, nein. Nein! Nimm das, aber fail nicht. Was? Ich kann nichts nehmen. So. Was ist das denn? Er stürzt sich in den Tod. Wow, fuck. Boah, super, ich hab jetzt nur Leben noch. Wenn wir Game Over gehen, sind wir Game Over, oder?
Ja. Und dann haben wir Scheiße gebaut. Zwischen Gegner? Wer ist er denn? Pass auf. Wer ist er wie einer? Die Mucke finde ich ja mal geil. Ja. Liege ich da tot? Nee, ich slide. Nee, du bist auf dem Boden geklatscht, das stimmt schon. Der lebt immer noch, was ist das für ein Penner? Was ist das für ein Godlike-Modus-Penner? Wenn wir Game Over sind, sind wir Game Over, ne? Das heißt, ja. Wir dürfen von vorne spielen. Oh, es darf nicht zu der Game Over down. Kommen. Der ist down, ja, ich habe nur noch 0 Leben. Und nur noch 1 HP, glaube ich. Aber er ist down. Du musst, ey, du hast, ey, du bist so am... Ja, deswegen sage ich, jetzt schleiden die wieder hier. Deswegen meine ich doch, Alter. Bleib lieber fern. Oh Gott. Wir hätten einfach an jeder Anfangsstage einfach ein... Ah! Continue, ja. Ah nee, es geht doch. Fuck yeah. Aber... Ah! Das ist der größte Noob, ich schwör's dir. Mein Pet, das ist so schlecht, ne? Ich habe mit diesem Pet, komme ich nicht, ich muss ein neues Pet annehmen, ey. Warte. So. Hallo? Ja, warte, ich komm. Ah, ich lebe noch. Ja, ich weiß, man kann einfach in der Luft springen, wenn man so... So, hier musst du aufpassen. Boah, ich springe nur noch... Ich würde lieber nicht so oft springen. Doch, ich springe nur noch Stelle. So. Doch. Ja, okay, so kannst du springen mit diesem Feuerball, ja, weil da tust du den Gegnern wenigstens noch ein bisschen, ja, Damage oder so. Deswegen. Hier musst du wieder aufpassen. Danke. Bitte. Oh, ich nun. Nein. Hier, das meinte ich, das wird jetzt hinterhältig. Nein, ich warte mal. Und, nein! Oh, was ist das für eine Scheiße? Von diese Respawn. Von diese Respawn-Punkte sind ja der Knüller hier, Alter. Mitten einfach irgendwo. So, jetzt muss aufpassen. Oh. Du bist zu. Ey! Hast dich! Ja, na, das musst fuck. Du mir sagen jetzt. Boah, ist das ein Scheiß. So, jetzt kommt Endgegner. Aber pass auf, pass auf, pass auf. Oh! Gott, bin ich schlecht! Aber richtig schlecht. Boah, das ist ja... Das sieht aber am Gamepad, das ist voll kaputt und alles wegen Super Star Wars und deswegen... Ja, das ist das Ersatz-Gamepad gewesen. Das hat schon Mega Man 1 auch überlebt und so. Komm, Alter. Oh, ja, nee, du... Oh, du hast alles schon verschwendet, du bräuchtest das für den Endgegner. Ist das kein Endgegner? Nein! Das ist so ein Zwischengegner. Oh. Aber warte, warte, bevor du jetzt gehst... wir machen hier ganz kurz einen Cut, weil wir sind schon bei 13 Minuten und den Endgegner sparen wir uns einfach für den zweiten Part. Deshalb würde ich jetzt... Hast du Start gedrückt? Ja. Ach, das geht auch. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir sehen uns gleich wieder und dann machen, failen wir einfach mal weiter. Ach, du hast die Farbe gewechselt, stimmt. Das ist... Du wolltest die Zuschauer verwirren. Ja. Das ist so ein ganz kleiner Cheat, liebe Leute, ganz nebenbei am Rande. Wenn man Start drückt im Spiel und dann die Select-Taste, dann kann man sich so ein Outfit... wählen. Und ich hab so, ich schlag vor, wir tun einfach für jeden Part ein anderes Outfit, ja, wählen, oder? Ja. Okay, dann nehme ich jetzt mal für den nächsten Part das Grüne. Hab Bock auf Grün? Nee, ich pass mich dir farblich an. Scheiße. Ah! Ah! So. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Also, ciao. Ciao.